Ja, hallo, ich bin's, euer Thunderhawk. Man hört es vielleicht meiner Stimme an, so ganz hundertprozentig im Schuss bin ich momentan nicht. Mich hat leider letzte Woche ein netter kleiner Infekt ziemlich niedergestreckt. Ich bin aber schon wieder auf dem Weg der Besserung, also von daher sieht alles ganz gut aus. Ich hoffe mal, das geht weiter so, weil ich möchte ja schon ganz gerne in Bewegung bleiben. Wo wir bei dem Thema sind. Am Wochenende ist unter der neuen Rubrik On Tour bei mir ein kleines Video erschienen, und zwar ging es da um die Wasserburg in Aue bei Wanfried. Ich möchte unter der Reihe On Tour einfach mal so zeigen, was es für wunderbare Dinge zu sehen gibt, wo man irgendwelche tollen Veranstaltungen erleben kann, wo man irgendwo halt besondere Dinge sieht. Das kann auch genauso gut sein, ein Besuch auf irgendeinem Bauernhof, wo besonders gut die Tiere behandelt werden, wo irgendeine Gemüseart angebaut wird, die hier für die Gegend nicht unbedingt so ganz so geläufig ist und ähnliche Dinge. Es kann natürlich auch ein Lokal sein, wo es wunderbares Essen gibt, oder ein Museum oder irgendwelche Veranstaltungen, ich sag mal so, ich mag gerne Bauernmärkte, altertümliche Geschichten, irgendwas mit See, Schifffahrt, Nordsee. Das heißt, ich bin auch nicht unbedingt darauf gebunden, dass alles nur hier im Werra-Meißner-Kreis stattfindet. Nur sobald es ein bisschen weiter außerhalb ist, da kann es ein bisschen länger dauern, bis die Planung dafür fortgeschritten ist. Da kann es auch sein, dass der Plan erstmal vorübergehend in der Schublade ist. Weil wir müssen ganz ehrlich sein, Sprit kostet mittlerweile ein Schweinegeld und ich warte leider mittlerweile seit fast 14 Monaten immer noch auf mein E-Auto. Ja, wenn ihr mir ein Lokal vorschlagt, habe ich aber allerdings eine riesengroße Bitte. Nichts mit Convenience-Produkte. Ich erkläre den Leuten ganz gerne in meinem Blog Der Landpirat, wie einfach gesunde Ernährung ist, wie schnell man sich mit wenigen Zutaten selber was wie schmackhaft das auf den Teller bringen oder in die Schüssel bringen kann. Und da passt es nicht dazu, wenn dann die Lokale Fertigkroketten, Fertigpommes oder vorgefertigte Schnitzel oder sonst irgendwas in dieser Art einfach benutzen. Das ist, wäre dann von meiner Seite her, ich würde es einfach mal so sagen, uncool, wenn ich euch sowas empfehlen würde. Also, wenn es irgendwo eine schöne Besengaststätte gibt, die die Sachen aus dem eigenen Garten, vom eigenen Feld oder meinetwegen ein Hoflokal oder sonst irgendetwas in der Richtung oder eine Radlagerstätte, die selbstgemachte Produkte haben, bin ich gerne dann dabei und gucke mir das einfach mal vor Ort an. Es geht für mich auch darum, immer wieder schöne Wege, Laufstrecken und so weiter zu entdecken. Also, der Möglichkeiten bei den Vorschlägen sind keine Grenzen gesetzt. Ich möchte ganz gerne halt ein bisschen zeigen, was man alles so Schönes machen kann. Anfang Mai werde ich zum Beispiel in Hamburg sein. Genau genommen, ich werde dort in Buxtehude für einige Tage wohnen. Natürlich ist in der Zeit auch gerade dann der Hafengeburtstag. Ist bewusst ausgewählt, nicht nur Hafengeburtstag, auch ich habe Geburtstag, meinen 50. Und ich möchte mir da einfach mal etwas Schönes gönnen und nicht immer unbedingt zu Hause sein. Wobei, es ist bei mir Tradition, dass ich seit meinem 30. Geburtstag keinen einzigen Geburtstag mehr zu Hause gefeiert habe. Und die Tradition setzt sich auch an meinem 50. fort. Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Idee so in oder um Hamburg, wo ihr einfach sagt, das musst du gesehen haben, das musst du zeigen, das ist was wirklich Besonderes. Auch das könnt ihr natürlich vorschlagen. Also ich bin für jede Schandtat zu haben. Meldet euch einfach. Am besten ist, wenn ihr dann noch irgendwo eine Kontaktadresse oder irgendwas hinterlasst, wo ich mich per E-Mail oder mit irgendeinem gängigen Messenger bei euch melden kann. Also den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Meldet euch heute einfach mal.